Leia. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kann dir also zeigen, wie die Ravello diese schöne Stadt zugrunde gerichtet hat. Würdest du Schmiere stehen, wenn ich heute Nacht ein paar Graffitis sprühe? Stationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Das nimmt kein gutes Ende für dich. Wir haben den Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Unsere Miliz schafft Ordnung in den Städten, die einst von korrupter Polizia terrorisiert wurden. Wir dürfen nicht unsere Vergangenheit fürchten. Nur eine Zukunft, die uns an alle Einheiten. Finde den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Ein krankes Herz, das uns schlagend vor den Gefahren. Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Überraschung. Nicht durch Kriminelle, durch revolutionäre Phrasen mit heuchlerischen Freiheitsversprechen. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ihre Lügen an. Verstehen. Verdruft. Ich habe etwas viel Besseres als eure. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Vergib mir, sie zu erkennen. Sebastiano di Ravello. Reißt die Augenbinde herunter. Diese Weste und so sorgfältig Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Dreck der Welt warten, auf dass sie wiedergeboren werden. Ich bin Sebastiano di Ravello. Ich bringe allen. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Suche abbrechen. Zurück auf eure Posten. Und uns als Lückenbilder für ihre falsche Zukunftsvision benutzen. Wir müssen diese Festung abschütteln und werden, was schon unsere Vorfahren waren, Anführer für alle. Das ist keine Polizia. Das sind die Ravellos-Schläger. Brutal und dumm. Wir kontrollieren das Bavarium. Wir unterwerfen es unserem Willen und schmieden ein neues Schwert, das uns nach dem Mittelmeer bringt. Wir sind von den Freunden
wirklich aus? Mehr. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst! In meiner Seele findet ihr die Wärme meines Schutzes, die euch durch alle Unbill des Lebens geleitet. Natürlich ist die Herrschaft von Collis Alrosa besser als die von Manea, weil der General die Spiele manipuliert. Er hat eine Waffe! Geschwister! Ihr alle Bürger von Medici, hört meine Worte. Sie bieten euch das reinigende Inferno meines Willens und meiner Stärke. Die Welt bombardiert die Sinne und belastet sogar unsere unbezähmbaren und tapferen Mediziner. Die giftigen Lügen der Kranken. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole, alle Einheiten hierher. Ich biete euch das einzige bekannte Gegenmittel, die Wahrheit. Wir brauchen Verstärkung.
Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Was ist da draußen los? Bitte komm! Was haben Sie? Hey, Vorsicht! Thank you.
Zeit. Schaffen eine neue Infrastruktur, auf der unser Fortschritt. Großartig, Rico. Schüttel sie jetzt ab. Sicherheit. Statuen um, Rico. Hören Sie auf, das ist gefährlich. Was machen Sie da? Hey, wir sind nicht die bösen Jungs. Plakate zerstören, Rico. Das Gesicht des Generals treibt die Menschen dazu, sich zu unterwerfen. Das war's. Ich hisse die Flagge. Docks von Manea. Ich will dir ein Angebot machen, Amico. Over! Das hat meine Familie nämlich gemacht, bevor der General auf unserem Gut eine Basis errichtet hat. Manea wurde befreit, meine Freunde. Die verhasste die Ravello-Miliz, kurz DRM, wurde... aus der Stadt gejagt. Le Revolution, mi fratres de sorores. So glaube ich, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Solange wir Rico haben, steht das Volk hinter uns. Drei Monate bei den Rebellen und ich habe noch nichts Aufregendes gemacht. Ich will was erleben. Rico, diese Wingsuit-Kurse sind der Hammer. Dabei lernst du richtig fliegen, Aquila. Thank you.
Hey, das ist mein Auto! Ja! Nach der Feuerrennen gefahren, Rico? Hoffentlich bist du nicht eingerostet. Mal sehen, was du drauf hast. Gebaut, aber der Strom kommt nicht dem Volk zugute. Geh da rein und spreng alles in die Luft. In der Regel sind Militäranlagen rot markiert, also konzentrier dich auf sie. Okay, gehen wir.
Kinderspiele. Diese Basis schon ausgeschaltet hast, haben wir sie mit geklautem Kram aus Tiravellos Infrastruktur gefüllt. Wie wär's mit ein bisschen Training in der Kunst des Chaos, Fratre? Das sind nun kontrollierte Routinesprengungen, also keine Sorge. Das gilt auch für den Umstand, dass ein Bewaffneter gerade mein Handy konfisziert hat. Viva Medici!
Aber wir besorgen die Pläne, wenn du Vis Elektra befreist. Rico, du hast es geschafft! Ich bin hier. Was wolltest du mir zeigen? Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Oh, ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Schon, Rico. Sind eure Garagen alle an den Docks? Nein, ein paar sind mitten in der Stadt oder auf Flugfeldern, aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Wie schaffe ich ein Boot zu einem Flugfeld? Keine Ahnung, Rico. Wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Finde er selbst raus. Okay. Entscheidend ist, du kannst jedes Fahrzeug in jede meiner Garagen bringen. Aber vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Warum mache ich das dann alles? Ich versorge die Rebellion mit Material, Rico. Ich bringe Waffen und Fahrzeuge zu Rebellenzellen in ganz Medici. Aber warum brauchst du diesen Roller? Erinnerst du dich an die kleine Cecilia Crespo mit dem schlechten Atem? Wir haben sie Dragona genannt. Das ist ihr Motorrad. Schön, oder? Sie hat sich über meine Haare lustig gemacht. Meinte, sie wären fettig. Deshalb spielen wir ihr einen kleinen Streich, okay? Einen Streich, von dem du und die Revolution profitieren. Inwiefern profitiere ich davon, wenn ich Cecilias blöden Roller stehle? Denk nach, Rico. Ich nehme den Roller, zerlege ihn. Die Jungs bauen daraus mehr Motorräder und alle bekommen welche. Es gibt nur Gewinner, außer Dracona. Aber genau darum geht es ja. Könnte es sein, dass ein Panzer oder ein Raketenwerfer nützlicher wäre als dieser Roller? Und wenn du die Ravello-Stützpunkte zerstörst, erfahren meine Jungs von den dort stationierten Fahrzeugen und bringen sie zu dir. Aber bring die Teile bloß nicht in meine Garage. Warum nicht? Militärisches Gerät erregt zu viel Aufsehen. Meine Jungs sind mit Schraubenschlüsseln viel besser als mit Waffen.
kommen zurück, Rico. Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Geduld, Rico. Ich hab doch gesagt, ich bin der Mann mit dem Equipment. Schnapp dir einfach ein paar von den Signalleuchten dort. Und? Hast du sie? Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellen-Abwurf-App aus, was du brauchst. Also wirf die Signalleuchte zu einer Stelle, an der genug Platz zum Starten und Landen ist. Und er landet genau bei den Signalleuchten? Sicher, das ist Dimas Werk. Uralte Technik. Sie sorgt dafür, dass alle meine Garagen sie haben. Und voilà! Nicht schlecht, Mario. Darauf kannst du wetten. Wenn du was brauchst, nimm einfach die App. Aber wir liefern nur, was du findest. Also leg los! Hey, Sheldon Anrico! Ja, ich hätte wissen müssen, dass du überlebst. Was brauchst du? Ja, du hast die Ravello und Flo ins Ohr gesetzt. Und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen. Ich dachte, das interessiert dich und deinen Kumpel vielleicht. Danke, Sheldon. Mario, bist du da? Ich hab's gehört. Wir treffen uns vor der Stadt.
Tag 1. Mein psychiatrischer Gutachter wollte mir keine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht an moralischer Verantwortung mangelt. Ich bin lediglich mit seiner Moralität bzw. Mortalität nicht einverstanden. So beginnt meine militärische Laufbahn. Das Schachbrett steht bereit und lockt mit der Aussicht auf den ultimativen Sieg. Wir sind bei dir, Rico. Thank you.